Das erste Spiel, speziell für Windows 95, stammt nicht von Microsoft, sondern von Activision. Pitfall: The Mayan Adventure wurde ursprünglich für Videospielkonsolen entwickelt. Dank der Direct-Draw-Technik des neuen Windows konnte Activision das Spiel ohne Qualitätsverlust für den PC umsetzen. Pitfall ist ein typisches Jump-and-Run-Spiel. Die Figur erforscht laufend, kletternd und springend die Umgebung und wehrt sich mit einer Schleuder nach Leibeskräften gegen herumlaufendes Getier. Grundsätzlich muss der Ausgang eines Levels gefunden werden, wobei dort manchmal ein besonders heimtückischer Gegner auf den Helden wartet. Die Entwickler ließen es sich nicht nehmen, auch das Ur-Pitfall mit ins Spiel einzubauen. Ältere Jahrgänge unter ihnen werden sich vielleicht noch erinnern. Pitfall wurde bereits 1983, technisch weitaus primitiver, für das Atari VCS 2600 Telespiel entwickelt. Diese 12 Jahre alte Version ist auch in der 95er Variante enthalten, und zwar im vierten Level beim Weißen Skorpion. Pitfall bietet schicke Animationen der Spielfiguren und 12 Level mit unterschiedlichen Grafiken. Das Spiel ist allerdings stellenweise äußerst knifflig. Weniger actiongewöhnte Spieler werden von den Gegnern schnell überrumpelt. Ist ein Level aber einmal geschafft, kann dieser jederzeit per Pull-Down-Menü angewählt werden. Insgesamt ist Pitfall aber ein Muss für jeden Action-Fan.